Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Ja, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, bis hier mal wieder ein Part dazu kam. Grund dafür waren ja, dass ich ein paar Spezialwochen jetzt in letzter Zeit hatte und die anderen Projekte deswegen jetzt ein bisschen kurz gekommen sind. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt heute mit Xenoblade Chronicles ein bisschen weiter. Immer noch nicht mit der Hauptstory. Ich will ja noch bei allen Kolonien vorbeischauen. Also bei den vorherigen zwei noch, bei der Sido und bei der Sion-Kolonie. Ich weiß, dass die Kolonien selbst anders heißen, aber die Charaktere bleiben halt am ehesten hängen. Und ich habe mich hier auf der Karte schon einmal kurz rumgeschaut. Ich musste einmal kurz rumschauen, weil ich nicht mehr im Kopf hatte, was überhaupt noch auf dem Schirm hier ist. Hier vorne ist auf jeden Fall eine Quest. Da gehe ich auf jeden Fall einmal hin. Und danach würde ich in das vorherige Gebiet einmal gehen. Und da mal gucken. Ob wir da nicht eventuell den alten Kolonien noch ein bisschen helfen können. Zum Beispiel der Kolonie, die Lehrer sucht. Oder vielleicht können wir ja endlich diese verlorenen Güter mal einsammeln. Bei Xenoblade Chronicles ist es ja wirklich so, dass man auch die Nebenstories auf jeden Fall machen will, weil die Nebenstories ja auch interessant sind. Hier ist jedenfalls jetzt ein Nachschub runtergekommen. Diese komischen Giraffenviecher, die greifen mich nicht an, wenn ich in die Nähe komme, ne? Hier, der Nachschub ist offenbar eine Nebenquest. Die faulen Truppen, Leiter. Ich glaube, der will Schläge. Ihr wisst, dass ihr nicht mehr für die arbeiten müsst. Wuschelhaar? Okay. Ja, stimmt schon. Du möchtest einfach nur Spaß haben, ne? Junge, du fängst dir gleich definitiv eine. Oh, aber nicht von dem, wo ich gedacht hätte, dass du dir eine fängst.
Okay. Dann mache ich das mal zu meiner Aktiven. Missionskarte. Okay, einmal in einem Gebiet, wo ich noch nie war. Und dann nochmal hier. Im Übrigen, ich weiß, dass hier immer noch eine Nebenquest ist. Ich habe aber keinen blassen Dunst, wie ich da hinkomme. Wenn das einer von euch weiß, das dürft ihr mir gerne bitte in die Kommentare schreiben, weil ich habe nicht den leisesten Dunst, wie ich da dran komme. Ich würde sagen, wir gehen zuallererst dahin. Dafür müssten wir von hier oben aus laufen. Ah, ich muss nur eins davon machen. Okay, dann nehme ich definitiv den hier. Ist wesentlich näher zu holen. Und auch wesentlich ungefährlicher, weil da in dem anderen Gebiet die Fische rumfliegen, die mich alle one-hitten können. Ja, natürlich treibende Spinnen drumherum. Alle mit Spinnenphobie weggucken. Die sind nämlich besonders groß. Verschlossen. Let's go. Einmal direkt ein bisschen auf die Flächenangriffe gehen. So. Und tot. Darf ich jetzt an die Kiste? Jetzt darf ich an die Kiste. Okay. Man, finally. Glad we found it. Und jetzt muss ich einfach nur mit ihm reden, den anderen Abwurf, den kann ich einfach komplett ignorieren. Sehr schön. Schon hat es sich traurig entwickelt.
Und so schnell kann sich eine Kleinigkeit zu einer traurigen Geschichte entwickeln. Hey, dich! Dich kenne ich doch, dich habe ich mal verprügelt. Ich sehe jetzt hier kein weiteres Fragezeichen außer dem hier, was das Abgebezeichen ist für den einen Riesenrobo, wo ich die Materialien definitiv noch nicht habe. Das ist der No-Point für Ino. Und die Quest, an die ich nicht rankomme. Ja, ansonsten ist hier nichts mehr. Dann gehen wir mal nach Aethia. Und dann würde ich sagen, besuchen wir zuerst die Kolonie Gamma. Guck mal, hier sind doch direkt Informationen. Jetzt müsst ihr euch darum keine Sorgen mehr machen. Erstmal ein bisschen umschauen. Auch hier an der Tafel. Gibt es Lehraufträge? Wegweisen. Da will jemand Wegweiser werden. Ein ehrbarer Beruf hier. Wie wir bisher ja kennenlernen durften. Ich weiß, dass die Mission sich auch mit dem Vertrauensrang da freischalten, Leute. Ich weiß das. Das war in alten Xenoblades auch schon so. Wenn man das auf Maximum hat, dann hat man hier auch so gesehen alle Missionen freigeschaltet. Wie sonst keiner was von uns? Ich sehe jetzt nicht, dass ich hier irgendwo Informationen aufschnappen kann. Aber hey, wir dürfen mal wieder Lehrer spielen nach langer Zeit. Zweiter Adjutant? Don't you think it's about time for a meal? Okay. Kolonie Gamma? Offenbar nicht viel an Informationen. Oder ich kann hier noch einen Container absammeln. Habe ich nie geholt. Dann zurück zur Kantine. Und besprechen, was wir hier besprechen können. Natürlich reden wir auch mit allen Leuten, die so ein Sternchen an sich dran haben. So, besprechen. Das hier ist auf jeden Fall eine Mission. Das hier hatten wir noch irgendwann, glaube ich, bei der letzten Folge eingesammelt. Es ist bei mir jetzt schon fast einen Monat her, dass ich aufgenommen habe. Muss ich an der Stelle erwähnen. Machen wir von rechts nach links. This reminds me. Die beiden denken gleich.
Ein Herz und eine Seele. This reminds me. We need to lay all this out. Du wärst nur eingeschlafen. Von ihm will einfach keiner was lernen. So, dann gehen wir mal zu Skune. Wo ist Skune? Da ist Skune. Hoffentlich. Solange du nichts Böses tust. Ja. Komm nur, munter sie auf. Wo muss ich hin?
Wo waren diese Rinnen nochmal? Ach, da ganz hinten. Okay, ich muss ein bisschen laufen. Okay. Ach, jetzt soll ich hier einfach Leute in den Himmel schicken. Also ihnen nicht in Trällern. Oh, und sie macht das. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Frage. Es fühlt sich gerade irgendwie an, als wären die auf dem Date. Und der andere wäre das dritte Rad am Wagen. Dann hier mal als nächstes. Noah. Ich denke mal, in diesem Mi-Clan ist was passiert. Der Suno ist in Ordnung. Would you believe it? Ich bin froh, dass die alle so low-levelig sind, dass ich hier keinen Kampf führen muss. Und sogar diesen Ätherkanal einfach mitnehmen kann. Ich habe mich so früh gefreut. Ich habe es irgendwie gejinxt, ne, dass die mich angreifen.
könnte mir übrigens vorstellen, dass der Zuno deswegen dabei ist, weil der nebenbei auch lernen will, das Flöten spielen, damit er mit der Skune zusammen das machen kann. Das könnte ich mir gut vorstellen. Und eine weitere Mission abgeschlossen. Da sind die beiden. Das war dieser Mii-Clan. Okay, ich gucke jetzt noch mal ganz kurz im Dorf, eventuell, naja, was heißt Dorf, in der Kolonie, ob nicht eventuell doch noch mal einer was will. Nee, bisher nirgendwo Informationsquelle, Unterricht. Nope. Ich muss hier definitiv mal die Punkte hier steigern irgendwie. Warte mal, man kann ja das beim Harmoniediagramm sehen, ne? Kolonie Gamma haben wir 3 Sterne. Kolonie 9 auch. 4 haben wir auch 3. Iota nur 2. Weil die da, das macht sich wahrscheinlich, wenn ich da die ganze Zeit diese Maschine repariere, da wird dabei alleine hochgehen. Lambda 2. Und die allerneueste Kolonie haben wir nur eine. Nur einen Stern. Aber guck mal, wir decken die halbe Karte bisher hier ab. Also wir scheinen schon recht weit zu sein in der Hinsicht. Okay, beim nächsten Mal würde ich dann sagen, gucken wir noch bei Kolonie 9 vorbei. Dass wir da noch ein bisschen was helfen. Und danach würde ich erstmal wieder Hauptstory machen. Haben dann lang genug erstmal Nebenstory gemacht. Ich werde auch irgendwie gucken, dass ich so ein bisschen mal das Zeug zu sammeln. Für die ist ein Riesenroboter zum Beispiel mal wirklich zusammenkratze. Du hast einen Stern, komm her. Ich brauche jeden Punkt. Ja, dass wir da mal vorankommen. Wir müssen ja wirklich alle Kolonien ja auch noch auf Stufe 5 kriegen. Das geht ja am besten über diese Karten hier. Über diese Kollektionskarten, da kriegt man ja auch noch mal ein bisschen Harmonie, beispielsweise jetzt hier gerade für Kolonie 9. Ah, hier. Skune hat auch hier was, so eine einmalige. Ja, komm hier, geben wir dir ein bisschen was. Ich gebe mal diese einzigartigen Dinge hier mal ab. Dann sind wir auch ein bisschen weiter von der Harmonie her und können eventuell beim nächsten Mal noch ein bisschen was machen. Geben wir hier jetzt einfach ein bisschen was ab. Gibt's hier auch irgendwas, das richtig viel geben würde?
Und guck mal, jetzt ist das nicht mehr einmalig. Aber guck mal, die ein oder andere Kolonie haben wir jetzt noch mal gesteigert, ein bisschen. Nicht voll? Naja, außer Iota. Kolonie Tower haben wir auch noch ein bisschen gesteigert. Ja, das sind halt alles Sachen, die wir mal so ein bisschen nebenbei machen müssen. So, jetzt habe ich den Controller aber wirklich beiseite gelegt. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao und bis dann.